möchte die Gelegenheit nicht verpassen, du bist kaum in Talkshows zu sehen, mal wenigstens kurz mit dir zu sprechen. Einmal. Du bist im Admiralspalast mit neuer Show und zum ersten Mal in den USA auf Tour. Falls jemand hingehen möchte, der uns jetzt über den Video-Livestream sieht, halb Chicago und New York guckt uns zu, das wissen wir. Wie ist das zum ersten Mal in den USA? Bist du aufgeregt? Ach, du hast ja gar kein Mikrofon. Ja, guck mal. Ja, genau, nimm's an. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Guck mal, oh, schon kommt ein Radio 1 Techniker und jetzt hast du zwei Mikrofone. Geil. Ja. Sehr gut. Also, es ist so, also wir fahren seit 2001 wirklich jedes Jahr in die USA. Und ja, sehr schön. Ja, da hast du mir vorhin was anderes erzählt. Das war ja präzise recherchiert. Ach so, stimmt. Ja, du bist zum ersten Mal in den USA, seit Donald Trump Präsident ist. Natürlich. So war's. Wie konnte ich das verwechseln? Insofern hast du natürlich recht. Ja, wie ist denn das jetzt wohl, unter Trump aufzutreten? Dürfen da Leute wie du in dein Orchester überhaupt noch rein? Oder kommen die am Ende gar nicht mehr raus? Wie schätzt du die Situation? Wir arbeiten an unseren Frisuren. Und sind dann sehr zuversichtlich, dass wir sowohl rein als auch wieder rauskommen. Aber ich bin gespannt, wie es funktioniert und ob es vielleicht die letzte Tour sein wird, wenn vielleicht dann für Musiker außerhalb Amerikas keine Arbeitsvisa mehr erlaubt sind. Aber du bist ja nun schon seit 2001 regelmäßig in den USA. Und da interessiert mich natürlich besonders, wie war denn das bei den vielen Gastspielen, die du dort bisher gespielt hast, seit 2001? Für dich dort aufzutreten in den ganzen Jahren jetzt, sind ja schon 15 im Grunde, ja fast 16 jetzt. Meinst du jetzt unter Bush oder unter Obama oder? Oder einfach so, es ist ja schon seit 2001 der Fall. Was? Es ist immer sehr schön, wenn man mal woanders ist. Ja. Das ist eine präzise Zustandsbeschreibung der USA. Zwischen 2001 und 2017. So in etwa habe ich es mir vorgestellt. Ja, es ist immer was los. Es kommen Leute zu euch. An uns liegt es nicht. Gibt es eine Stadt, in der du am liebsten spielst in den USA? Nö. Ich spiele überall gern. Also wir spielen ja auch überall da, wo jetzt Trump zum Beispiel nicht wirklich gewählt worden ist, sondern jetzt halt auch ist, aber... Er ist ja nicht dort, in Los Angeles oder San Francisco sind ja nicht seine großen Anhänger. Darum sind wir eigentlich zuversichtlich, dass wir da nicht weniger herzlich aufgenommen werden als jetzt. Aber jetzt, also wie gesagt, in der ganzen Reihe der Konzerte, die wir da gegeben haben, muss ich sagen, das wird jetzt eigentlich mal ein spannendes Ding, weil ich glaube, die Einreisen sind ja eh furchtbar. Also wenn man dann da steht und seine Sachen vorlegen muss, ich glaube, da werden wir uns umgucken. Das wird bestimmt sehr lange dauern. Da habe ich keine große frohe Erwartung. Vorher im Admiralspalast in Berlin. Neue Show, ist das die Premiere im Admiralspalast? Ja, genau. Wir haben jetzt im März eben eine neue Show spielen, 3 Wochen im Admiralspalast und haben das Publikum jetzt mal ein bisschen gefragt, was es hören möchte. Das Programm heißt Das hat mir noch gefehlt. Und es konnten von unseren 600 Titeln, die wir bisher jemals erarbeitet haben, ausgesucht werden, was man nimmt. Und die Nummer 1 war ein Stück, was ich hier noch nie aufgeführt habe. Darum ist es sehr merkwürdig. Ich habe es hier noch nie gesungen in Deutschland und es heißt La Mer. Und wir haben es in Frankreich 1-2 Mal gemacht und habe ich gedacht, so ein Quatsch, wieso singe ich denn ausgerechnet das beliebteste französische Stück ausgerechnet in Frankreich? Die brauchen mich ja nicht dafür. Habe das sofort wieder aus dem Programm genommen, jetzt habe ich den Salat und muss diesen Text, der kilometerlang ist, nochmal lernen für diese Show. Jetzt jemand mal raus für das. Das kommt davon, wenn man Zuschauer befragt. Ne? Dann lieber oder in die Wahlen abhält. Ja, richtig. Dann lieber in die USA. So, Max, ein Song noch von dir. Ja. Sehr gerne. Vorher sage ich noch mal, 28. Februar bis 19. März, Max Rabe im Admiralspalast.